Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal. Endlich sind die anderen Sachen aus diesen zwei Aktionen von Saturn, ihr seht sie hier, gekommen. Endlich. Ich glaube, es sind schon wieder zwei Wochen her oder so. Ich glaube, es sind sogar zwei Wochen. Ja, und leider habe ich das Video jetzt nochmal neu anfangen müssen. Ja, weil die Speicherkarte voll war und ich jetzt erstmal eine andere einsetzen müsste. Ja, deswegen kann sein, dass jetzt eine Sache auf ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an. So, einmal Just Cause Rico. Das hat eigentlich am längsten gedauert. Und das hier. Ja, und dann schauen wir an. Also es war ja jetzt diese 3 für 49 oder 3 für 79. Einmal Rico, das war nur einmal das Normale mit dabei. Ansonsten war es nie verfügbar bei uns im unmittelbaren, ja, Saturn Mediamarkt. War immer bloß die normale Version mit dabei. Ist ein recht cooles Spiel, exklusiv für die Xbox. Optimiert für Xbox. Oh, kein schlechtes Spiel. Oh, werde ich bestimmt meine Freude haben. Das mache ich jetzt ja bloß ein Shopping-Video. Vielleicht mache ich noch mal ein kurzes. So, Remastered. Das ist Red Faction Guerrilla. Das ist diesmal Uncut von THQ Nordic. Was es ja jetzt wieder gibt unter anderen Namen. Ist eine aufpolierte, ja, PS3, Xbox 360, PC-Version. Hier hat man die ganzen Sprachen. So viel muss man installieren. Dann die ganzen Untertitel. Fand ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Hier konnte man so gut wie alles zerstören. Die anderen zwei Vorgänger waren ja so storylastig. Und hier, ja, ist eine Riesenwelt. Kostet ja so im Schnitt 15 Euro, 20 Euro, je nachdem. Das war in dieser 3 für 49 Aktion, wie das Spiel auch hier. Das kostet ja auch so um die 20 Euro. Ja, kein schlechtes Spiel. Jetzt gucke ich mal kurz, was jetzt hier noch in der Schleppe. Das war mit dabei noch, mit dieser 3 für 49. Outcast Second Contact war auch bei uns offline nicht verfügbar. Habe ich nochmal online bestellt. Ist ja das eh manchmal das Komische, wenn man die Sachen online bestellt, dass die dann vor Ort trotzdem angeblich lieferbar sind und dann doch nicht. Um bis nach, ja, einer größeren Stadt zu fahren, ist mir dann doch ein bisschen, weil es macht vom Preis dann her kaum Sinn, dorthin zu fahren, dann kann ich das auch für 2 Euro bestellen. Das Gute jetzt diesmal bei der Saturn-Aktion, es kam keine Versandkosten dazu. Also bei den 79 und so, und das, wenn man das mal hochrechnet, ja, da kommt doch einiges zusammen. Amazon wollte natürlich Geld haben für die 18er Sachen, also für das hier. Deswegen habe ich es nicht mitbestellt. Ja, Saturn ist jetzt für mich eh immer der erste Wahl, weil die machen doch gute Aktionen gegenüber von Mediamarkt, was Versandkosten angeht. Und deswegen, ja, bestelle ich jetzt doch häufiger bei denen. Was ich jetzt auch gemerkt habe, dass bei mir das Saturn-Konto die mehr Bestellungen sind als bei Mediamarkt. Obwohl ich bei Mediamarkt also das Gefühl hatte, ich habe dort mehr bestellt. Aber hier habe ich mehr die größeren Sachen bestellt. Also die 5 kaufen, 3 zahlen und alles mögliche. Ja, kein schlechtes Spiel. Soll ein guter Shooter sein. Habe ich bloß mal kurz reingelunscht. Ja, ein Spiel, ja, was recht schnell günstig war. Warum auch immer. Ja, grafisch stimmt's. Aber das Teil, dieser... diese schöne Naturkatastrophe, da kann man so viel Mist bauen. Kann man wirklich, vor allem mit seinen, ja, mit seinen Enterhaken, kann man so viel Blödsinn machen. Und dann kann man ja die Düsen dran bauen. Habe ich jetzt auch bloß ein bisschen Blödsinn gemacht. Ich habe es ein bisschen angespielt, weil das war das Spiel, das war als erstes da und alle anderen kamen erst später. Ich kann euch schon mal zeigen. Ja, und auch ein Grund, zum Glück, dass ich das nie vorher aufgemacht habe. Hier ist so eine Minimap drin, was ich gar nicht mal so blöd finde. Ja, hast du die ganzen Sachen mit dabei?
in allen Sprachen, Gängen gesprochen und dann hat man hier die ganzen Stadtdinger. Das heißt, hat man jetzt, wusste ich gar nicht, dass man das in der Game One Edition hat. Stand aber auch gar nicht da, dass es die Game One Edition. Nur bei Mediamarkt oder so stand das mit, glaube ich, mit dabei. Deswegen war ich überrascht. Weil ich habe das beim Lewis Card 1210 gesehen. Er hat sich das Spiel irgendwie die Euro-Version geholt und da gab es diese Map natürlich nicht dazu. Ich glaube, er hat also ein bisschen mehr bezahlt, plus minus irgendwelchen Rabatten. Über Rakuten.de oder so hat er das bestellt. Schätze ich mal. Ja, und dann auch ein Spiel, was schnell vom Preis gesunken ist. Das ist jetzt aus der 3 für 79 Aktion, das auch. Ja, Battlefield 5 spielt im Zweiten Weltkrieg wieder. Boah, 100% Uncut. Wundert mich, dass Battlefield jetzt mal wieder eins, was ab 16 ist, weil die letzten Frontline, wie das hieß, war ja noch ab 18. Gut, der Teil, das mit dem Ersten Weltkrieg war auch ab 16. Gab es ja auch, aber ich habe die normale Version. Mal gucken. Ja, jetzt spielt man im Zweiten Weltkrieg wieder. Hier hat man wenigstens noch eine ordentliche Story im Gegensatz zu Call of Duty. Ja, 50 GB, ein Spieler, Netzwerkfunktion. Oh, mein Akku blinkt jetzt, toll. So, da frühstücken wir das mal schnell noch ab. Dann haben wir The Crew 2. Gibt es auch hier, was mich ein bisschen stört, ist das hier. Ja, sind 30 GB. Allein Funktion, gibt es auch die Gold Edition. Ja, ja, das ist es gewesen sein. Das sind jetzt die Auswahl, jetzt haben wir eure Ausbeute, was ihr geholt habt. Viel Spaß mit meinen anderen Videos und freut euch auf das nächste Video, wenn der Akku wieder voll ist. Ciao.